Für mich zeichnet die Arbeit die Interdisziplinarität aus, dass viele Fachbereiche zusammen sich um die Patienten mit einer bösartigen geschwulster Prostata kümmern. Angefangen vom Urologen über den Strahlentherapeut, über den Onkologen, aber auch Abteilungen, die man vielleicht gar nicht so am Anfang daran denkt, der Psychoonkologe, die Ernährungstherapie, der Sozialdienst. Und diese ganzen Stellen zusammen versuchen, für den Patienten, für den Arzt seiner Erkrankung, Erstbefund, Zweitbefund, metastasiert, also auf einem fortgeschrittenen Tumor, die ideale Therapie zu finden. Und nicht nur die Therapie, sondern alles, was darum auch gehört. Ein weiterer Vorteil eines Zentrums ist, dass das ein standardisierter Zertifizierungsprozess ist. Das heißt, alle ihre Standards müssen überprüft werden, die müssen jährlich überprüft werden. Sie müssen Fallzahlen haben, sie müssen als Urologe für die Operation eine hohe Qualität nachweisen. Und wenn sie die Qualität nicht haben, werden sie kein Zentrum. Und das trifft einmal für den Urologen, der operiert, aber genauso auch für den Strahlentherapeuten. Also das heißt, der Patient kommt in eine Einrichtung, die darauf spezialisiert ist und die Erfahrung, ihr Wissen zertifiziert haben und natürlich auch die Qualität, was sie an dem Patienten abrufen. Also sehe ich hier für Schweinfurt, für das Leopoldina sehr gut. Wir sind ja seit 2000, also seit Frühjahr diesen Jahres, erst zertifiziert. Und das hat natürlich viel Arbeit gemacht. Das hat uns aber auch sehr stolz gemacht, dass wir diesen Prozess so abgeschlossen haben. Und das wird jedes Jahr überprüft. Und in der Urologie gibt es auch noch andere Zentren. Es gibt noch ein Nierenzell- oder ein Nierenkarzinomzentrum und ein Harnblasenkarzinomzentrum. Und unsere Zielsetzung ist das natürlich auch für andere Tumorentitäten auszubauen. Also im Zentrum ist es so, dass wir sehr eng mit allen niedergelassenen Urologen aus der Region zusammenarbeiten. Diese schicken uns Patienten, wenn es um eine Operation geht, wenn es um eine Bestrahlung geht oder auch wenn Patienten ein fortgeschrittenes Tumorleiden haben, um das in einem Tumorboard, wo alle, sage ich mal, alle Mediziner zusammensitzen, für das Fachgebiet die beste Entscheidung treffen. Damit kriegt der Patient eine gute Therapie, eine leitlinienbasierte Therapie. Für die Patienten kann ich immer nur wieder empfehlen, frühzeitig zur Vorsorge zu gehen, um, wenn man einen Tumor hat, ihn rechtzeitig zu entdecken. Dafür würde man zum niedergelassenen Urologen gehen, zur Vorsorgeuntersuchung. Stellt er in der weiteren Diagnostik ein Prostatakarzinom fest, dann wäre der nächste Anlaufpunkt eventuell ein Zentrum, wo man halt die standardisierte Therapie bekommt. In hoher Qualität. Nachsorge ist es dann genauso. Wir schicken den Patienten wieder zum niedergelassenen Urologen. Dort wird nach der Operation auch die Nachsorge übernommen. Aber auch in einem Zentrum müssen Sie die Nachsorgedaten von allen Patienten, die bei uns operiert wurden oder bestrahlt wurden, erfassen für die nächsten Jahre. Das heißt, wir fragen beim niedergelassenen Urologen alle Nachsorgedaten nach. Und wenn es da zu Veränderungen kommt, werden die dann auch wieder im Tumorboard vorgestellt.